Hallo und willkommen zurück bei Cyberpunk 2077. So, wir sind hier gelandet. Ist halt die Frage, ne, ob wir weiter gerade das Schwert leveln. Kann man gerade gucken, wie viel wir... Das müssen wir noch mit am meisten. Aber es ist auch krass, das auf 15 zu leveln, ne? Wir haben ja nicht mal Techie auf 15. Wir haben aber sehr viel in Solo. Nur für den Punkt halt, ne? Wir können ihn ja erstmal bis auf 5 machen. Wir stürmen aber einfach rein. Ich sag's ja nur. Knall sie nach! Mein Kumpel will ihn kennenlernen und ihn nicht aufheißen. Geh zum Hafen in Kabuki und bring GPS-Sender am Auto des Genossen an. Den Wagen hat er aus der UdSSR mitgebracht. Mehr Infos anbei. Protokoll zur sofortigen Gefahrenbeseitigung eingeleitet. Verdächtiger wird lokalisiert. Ist halt die Frage, ob ich das heimlich machen soll. Wahrscheinlich schon. Ich lade einfach mal neu, weil ich glaube, das ist eine heimliche Mission. Passt zwar überhaupt nicht zu uns. Aber dann können wir vielleicht Assassine ein bisschen leveln. Einen Sowjetfixer in der Stadt. Mein Kunde will ihn Bleibe unbemerkt, ihn da steht's. Geh zum Hafen in Kabuki und bring GPS-Sender am Auto des Genossen an. Vergiss die Sache einfach. Den Wagen hat er aus der UdSSR mitgebracht. Mehr Infos anbei. Okay. Deshalb darf es niemand rausfinden. Es geht um 10 perfekte Kontrollen. So, 1C, BDE9. Nein, jetzt habe ich mich auch noch verdrückt, ey. Das gibt's nicht. Okay, wir machen das, nachdem wir die alle gekillt haben. Meine Güte, was habe ich denn hier? Jetzt habe ich aber auch nichts zu trinken hier, das gibt's doch nicht. So, wie kommen wir denn unbemerkt da rein? Hier übers Rohr vielleicht? Oh, toll, jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Nee, da komme ich nicht drüber. Aber Moment, da war doch eine Kamera. Ich übernehme mal die Kamerasteuerung. So. Die haben hier einen Sniper. Da unten ist noch einer. Ja, ich weiß noch, als ich hier mit Hacken das gemacht habe. Das war richtig, richtig easy. So, wir dürfen die schon noch killen. Wir müssen halt nur sneaky vorgehen. Ich hoffe, ich kann die mittlerweile auch alle markieren, weil das hat irgendwann mal nicht so richtig funktioniert mit dem Markieren. So, ich sehe das Auto aber auch nirgends. Okay,
Okay, da ist noch eine Kamera. Ja, die Kameras muss ich jetzt auf jeden Fall alle nach und nach ausschalten. Ja, das geht halt nicht auf Hacken, ne? Das heißt, Kamera ausschalten ist jetzt auch... Kann ich auch nicht einfach so machen. Muss ich auch erstmal gucken, dass ich hier wieder hochkomme. So, es sind auf jeden Fall jetzt alle markiert. Ich muss einen Weg reinfinden. Ich könnte sie ablenken. Aber vielleicht kann ich auch drumrum gehen. Hier könnte ich rüberhüpfen. Meinst du? Wer ist Doc Paradox wirklich? Niemand. Wenn du mich fragst, ist es nur wieder eine von diesen schrägen Werbekampagnen. Aber das ist eine illegale Ausstrahlung. Der Typ hackt sich rein und unterbricht die anderen Programme. Ah ja? Und woher weißt du, dass das nicht alles mit den Besitzern der Sender abgemacht ist? Sag dir, Chu, ist nur eine dieser viralen Werbekampagnen. Erst wirst du muss sich umdrehen. Und dann wird dir was verkauft. Glaub nicht alles, was im Fernsehen kommt. Ich bin nicht wirklich auf Schleichen geskillt. Deswegen, der Sniper könnte Riesenprobleme machen. Okay, jetzt bewegt sich der Sniper aber weg. War da ja ein einwandiger Container? Ich weiß es gar nicht mehr so. Hier kann ich zum Beispiel einen nehmen. Ich könnte ihn vielleicht nehmen und in die Kiste packen. So, zack. Habe ich den auch direkt gelootet? Nee, ne? Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Aber so kriegen wir Assassin-Punkte. Können wir den direkt mitleveln. Okay, da ist ein Dicker, den müssen wir wegmachen. Da ist das Auto. Wo geht der hin? Okay, er muss sich umdrehen, dann kann ich ihn zum Beispiel schon mal in die Kiste tun. Den Dicken können wir nicht so ausschalten. Den muss ich weglocken. Ich meinte, ich könnte auch immer überhitzen machen, ne? Bleibe ich draußen mit der Kamera und dann immer überhitzen, bis die tot sind. Weil dann sehen die mich ja nicht. Den könnte ich mit Kurzschluss ausschalten. Aber dann sind die natürlich aufgebracht. Mein Ziel ist es ja so, dass die überhaupt nichts merken, auch nicht aufgebracht werden. Jetzt muss er weggehen. Komm, geh weg. Oh shit.
sei ihnen gelungen, knallen! Von Arasaka gibt es einen neuen Biochip, Relic, und darauf lässt sich das menschliche Bewusstsein speichern, das Wissen und die Erinnerungen, alles, was nicht Fleisch und Blut ist. Unsere Körper sind heutzutage nichts als trockene, widerliche Kokons. Aus ihnen soll unser wahres Ich verbessert, modifiziert und unsterblich herausschlüpfen und sich zeigen. Die Erfindung des Relics ist das Ende des Todes. Die oberste Schicht der Superreichen wird ihn benutzen, um sich ihr eigenes Paradies zu erschaffen. Hier auf Erden. Doch allerdings wird hier anstelle von Petrus ein Computerterminal den Preis deiner Seele verkünden. Und was wird dann aus dem Rest von uns, blassen, gewöhnlichen Bürgern Night Cities, während sie in ihren verglasten Peak-Fallen, Wolkenkratzern herumhocken, wie im neuen Olymp, lecken wir die Scheiße von den Bordsteinen. Das ist die letzte Chance, der letzte Schritt, den wir haben, bevor wir schlafwandelt, in den Abgrund stürzen. Wacht auf, Mitmenschen! Ich muss den wegholen, ich hol den weg. Dann natürlich der Bot. Den oben muss ich vielleicht auch wegholen. Den Bot kann ich nicht von hinten wegsneaken, ne? Shit, da ist ja auch noch ein Bot. Komm, dreh dich um. Dann geht der wieder nach hinten und während der da steht, kann ich ihn wegholen und in den Container tun. Das ist der Plan. Doch wenn ihr denkt, das sei ihnen genug, nein. Von Arasaka gibt es einen neuen Biochip. Und daraus lässt sich das menschliche Bewusstsein speichern. Das ist auch überhaupt nicht leise. So, und jetzt kann ich aber, wenn er da lang geht, darüber gehen. Der geht ja hinten rum, der geht ja nicht vorne rum. Komm schon. So, der geht jetzt wieder links vorbei. Jetzt kann ich nicht mehr speichern. Hallo, ich bin Arif Iqbal und das sind die WNS News. Nun zurück zu unserem Schocker der Woche, dem Cyber-Psycho-Angriff auf unseren Bürgermeister Lucius Ryan. Der Attentäter griff den Bürgermeister während einer Pressekonferenz an, doch konnte glücklicherweise von NCPD-Detective River Ward aufgehalten werden, bevor es zu Schlimmerem kommen konnte. Die Presse feiert ihn als Supercop und heute wird Ward mit einer Verdienstmedaille ausgezeichnet. Was fast zur Tragödie geworden wäre, könnte sich im bevorstehenden Wahlkampf für den Bürgermeister als willkommenes... So... Können wir uns erstmal hier wieder rausbewegen. Und dann können wir massiv reingehen. Okay, wir müssen warten, bis der weg ist. Komm, geh weg. Geh weg.
Und danach gehen wir hier wieder rein und killen alle. Das ist der Plan. Zaun kann ich nicht zerstören. Das heißt, ich komme hier gar nicht raus. Shit. Ich muss einen anderen Weg rausfinden. Dafür nicht so arsch viel Kohle. Aber man kann ja nicht alles haben. Auftrag abgehakt. Danke. So, und jetzt kann ich reingehen, ja? Rein. Angriff! Er hat mich angegriffen! Ja. Sache, der hat hier Sniper. Der Sniper scheint eine härtere Nummer zu sein. Warum lachst du denn? Der ist geschippt! Du bist doch auch geschippt! Dass der kein Loot hatte, dabei war der Totenkopf. Schlimm. Hatte der nicht eine Sniper? So wird mir wenigstens der Loot noch anvisiert. So, Shinobi 4 bekommen. Shinobi 5. Was? So, mein Bonus. Dabei haben wir die am Ende ja doch alle gekillt. Okay, zum Glück bin ich doch tanky genug hierfür. Okay, keine Ahnung, wofür das war. Vielleicht kann ich das auf einen drauffallen lassen. Habe ich ihn gerade lautlos erledigt. So, ich glaube, hier gibt es jetzt keinen mehr. Ich habe alle gekillt.
Ja, es gibt hier noch eine Kamera. Nee, hier ist nichts mehr. Dann können wir jetzt den Automaten knacken. Dude. Dude. BD1CE. BD1C. BD1CE9. Walk. Walk. Was war das denn? Was ist hier los? So, Assassine auf 7. Assassine kann ich sehr gut mit Shinobi zusammen leveln. So, du lebst. Ist das dir nicht ein bisschen Geld wert? Die du an mich spenden könntest. Als kleine Sicherheitsgebühr. Keule, die sieht so komisch aus. Egal, wir brauchen ikonische Waffen. Ist es nicht ikonisch, wird es nicht genutzt. So einfach ist das. Ich habe hier noch andere, aber die bringen mir nichts. Ich brauche ja Dinge, die mir Plus-Sachen geben. Upload-Dauer von Dings weg. Die Brille, die können wir mal woanders hin tun. Ich habe die ja in... Beim Aussehen habe ich die ja drin. Das heißt, wir geben uns nur Klamotten... die irgendwie Bonis geben. Keine Ahnung, warum der hier einen Pfeil nach oben hat. Der ist grün. Aber er bringt ja auch nichts. Das mache ich dann irgendwann hier im Kleiderschrank, passe ich das dann an. Gut eingepackt.
Vielen Dank für die Belohnung. So, das sieht mir so aus, als hätten... Wir haben jetzt nur noch den Ring. Ansonsten haben wir keine Nebenmission gerade. Das heißt, wir können die nächste Hauptmission dann machen. Ne, ihr wisst doch, wie ich das mache. Ne? Ich arbeite immer alles andere zuerst ab. Und dann kommen die Hauptmissionen. Ey, entscheide dich doch mal jetzt, Roland. Paar Aufträge. Ach, Tatsache. Ja, ist doch sehr schön. Wahrscheinlich, weil ich eine bestimmte Stufe erreicht habe. Medikamente. Jemand versteckt die in der Wohnung in Kabuki. Aber ich weiß nicht, was dich da sonst noch erwartet. Sei vorsichtig. Bring sie mir zurück und ein paar Ripper werden dir sehr dankbar sein. Mehr Infos sind anbei. Leben. Töten. Egal. Egal. Ach, hallo. Platz. Das Jaulen? Wie ein sterbendes Tier. Nicht so laut. Ach, kann nicht die Polizei rufen, sonst kommen die Tigers. Ich weiß. Und die können wir nicht fragen, sonst zahlen wir ewig dafür. Wir müssen was tun. Er kann nicht hier bleiben. Ich weiß nicht. Ich kümmere mich drum. Es wird keine Überlebenden geben. Vielleicht doch. Eins. Kriegen wir nicht hin. Eins C, eins C. Sehr schön. Ich komme nicht durch die Haupttür. Dann gehen wir durchs Fenster. Nein, wir sneaken jetzt nicht. Hallo. Ich würde gern den blauen Loot da rausholen. Lass mich den blauen Loot da rausholen. Was war das? Es ist auf jeden Fall jemand da. Das ist bestimmt aber nur ein Gesundheitsbooster, also nichts Dramatisches. Aber trotzdem. Ah, ich brauche ganz viele 55ers. Okay, hier komme ich hoch.
versuche nochmal den blauen zu holen. Ach, wie ärgerlich. Gefällt mir gar nicht. Ja, mir auch nicht. Es wird nun Gesundheitsbooster sein. Ist auf jeden Fall einer. Stellt uns bestimmt eine Falle. Bereit? Bereit. Halt! Ja, okay. Aber Vorsicht mit dem Abzug. Wie hast du mich gefunden? Wir wissen, wo das hinführt. Verschwenden wir keine Zeit. Frei nach Schnauze. Mag ich. Ich mach dich nie! Oh. Ah! Nein, das kann ich mal. Ja. Oh. Weißt du was? Es gibt auf die Fresse. Was? Was ist hier? Er lebt noch. Schön auf die Fresse bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, was er zu sagen hatte. War bestimmt wichtig. Egal. Auftrag ist Auftrag. Ich meine, immerhin lebt er noch. Dieses blaue Ding. Dann nicht. Gut. Jut, 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 jut. Fehlt direkt die Musik, ne, wenn man nicht im Auto ist. Hatte ich nicht noch ein Carnage? Na egal. Nächste Mission. Hier oben. Da ist ein Ripper-Dog hinzugekommen. Ah, wobei, wir können ja auch mal den Kampf machen. Danke, Wie. War sicher nicht einfach, aber du hast das perfekt erledigt. Auftrag beendet. Perfekt. Aus dem Weg. Mir fällt es ziemlich schwer zu hupen, weil es auf dem Z-Button ist. Hi, Eddie.
gibt's keine Eddies für Veteranen. Was ist das denn hier? Sorry. Hey. Alter, blauer Loot. Man hat sich direkt gelohnt, hier so einen kleinen Abstecher zu machen. Die da eben gehupt hat. Die soll sich mal lieber oder um die Leiche kümmern. Wir haben die Kohle aufgespürt. Sie ist sicher. Wo? Unten im Revier. Der Typ, der... Das war laut, hat aber Assassinen Punkte gegeben. So. Bereiten wir mal alles für den Boxkampf vor. Wobei, den machen wir in der nächsten Folge. Wir gehen nur schon mal hin. Vielleicht gehen wir nur schon mal hin. Verdammt! Geld. Gib mir Geld, gib mir Geld. Alter, das hat sehr viel Geld gebracht. So, jetzt sind wir doch da, oder? Sieht so aus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.